Wenn manche Leute von Neuanfang sprechen, dann klingt das oft wie ein Schimpfwort. Nach Scheitern. Ich sehe das aber anders. Mich reizt das neu. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man sich in dem, was man macht, nicht mehr wohlfühlt, ist es Zeit für was anderes. Ich habe schon vieles ausprobiert. Ich war Punk, falschstimmiger Türsteher, gemodelt, hatte einen illegalen Club. Und jetzt bin ich Schauspieler geworden. Mein erster Drehtag, der war die Hölle. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und irgendwie hat es mich trotzdem gereizt und ich bin dabei geblieben. Das Wichtigste ist, dass man keine Angst davor hat, auf die Schnauze zu fallen. Ein Scheitern gehört dazu. Wenn du abends in den Spiegel gucken kannst und es ist okay, dann ist es okay. Wenn nicht, dann ändere was.